Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Ja, ich muss nur mal eben schnell. Was hast du denn mir jetzt gegeben, Mann? Irgendeinen Stab? Ach, das habe ich doch schon gefunden. Den will ich doch gar nicht. Sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Genau, verzieh dich mal. Nehmen wir nämlich auch mit. Hey, aufpassen! Wo komme ich denn hin, wenn ich da hochgehe? Achso, da komme ich gar nirgends hin. Ich werde nochmal eben schnell gucken. Ja, das. Ah. Nochmal schnell gucken. Entschuldigung, ich bin gerade wieder abgelenkt. Ob es hier nicht doch noch was gibt, was wir brauchen können. Aber so wie es aussieht, nicht. Hätte mich gar nicht. Trollschädel. Boah. Gar nicht beeinbrauchen. So, einfach weil wir es können. Räumen wir dem Oberzauberer, dem Erzmagier, seinen kompletten Kräutergarten aus. Nein. Ich kann es eh wieder wegschmeißen. Ne, wir betreiben Alchemie, genau. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Wir nehmen einfach alles mit, so. Wir können ja jetzt nicht mehr schnell laufen, aber wir können hier das Alchemielabor benutzen. Ah, Ausdauer senken. Wie gesagt, da ich keine Ahnung habe oder keine Rezepte habe, ist das jetzt mehr. Ah, Anfälligkeit für Gift. Frostresistenz. Wir haben immer noch zu viel. Ne, wir müssen. Irgendwas müssen wir. Moment. Das kommt weg. Und. Ach, das reicht eigentlich schon. Quasi, ne? Jetzt gehen wir, keine Ahnung. Achso, wir müssen ins Arkaneum. Und mit dem Typ reden. Und das war's, genau. Das Arkaneum. Ding, ding! Sind sogar richtig. Ja, wir können gleich das Buch abgeben, fällt mir gerade ein. Ich hab doch noch eins für dich, mein Freund. Hier, komm her. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ich habe noch mehr von Shalidorgs Werk gefunden. Ausgezeichnet. Ja. Ich beginne mit der Übersetzung. Es sollte nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Okay. Ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Sartalhaus gefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Ja, ja, ja. Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Okay, schlecht. Ihr habt nichts, was helfen kann? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen.
Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orthorn reden müssen. Okay, das ist doof. Kümmert es denn niemanden, dass Orthorn Dinge aus der Akademie gestohlen hat? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aram vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Probieren wir's. Es gibt noch mehr Bücher, die gerettet und im Arkaneum untergebracht werden müssen. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Lasst euch nicht umbringen. Finde ein Exemplar von Remanada. Okay. Bis zum nächsten Mal. Dann lasst uns mal versuchen. Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Ja, frag. Ihr wart doch in Satal, nicht wahr? Richtig. Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Richtig. Vielleicht. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Halt die Fresse. Ich mag dich nicht. Ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Was geht euch das an? In Satal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Tolf dir ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte, besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ich mag den nicht. Kann ich den nicht umbringen? Nur einmal ausschulen und zack. Ja, wir lassen es lieber. So. Wir werden jetzt... Ne, nicht da lang, sondern hier lang. Das ist die Frage, was Mama als nächstes... Verdammt, ich hab das vergessen. Das war doof, ich hab den Würfel nicht mit rausgenommen. Die Frage ist, kann ich den Würfel überhaupt mit rausnehmen? Wir haben ja die Schriftrolle, haben wir ja jetzt, ne? Nee, das ist der falsche Aufzug. Welcher Aufzug war denn das? Der hier? Oder dahin reisen? Ich glaube, das war's. Ja, genau. Das, was wir abgeschlossen hatten. Na, hopp. Genau. Und da ist der Aufzug zu. Das ist scheiße. Dann müssen wir jetzt doch nochmal... Ne, Quatsch, hier haben wir angefangen. Damals. So war es, genau. Da haben wir angefangen. Und da sind wir, glaube ich, rausgekommen. Wenn nicht, egal. Dann gehen wir nochmal runter und versuchen, ob wir da nochmal hinfinden. Hier ist nämlich, glaube ich, falsch. Ja. Aber gut, das macht nichts. Denn ich weiß noch, wir waren... Müssen wir schnell schauen. Da sind wir und wo wollen wir hin?
dahin. Ich habe jetzt auch bloß... Ja. Okay, überschreibe das Lexikon, wird uns jetzt angezeigt. Wir versuchen jetzt einfach nochmal... Das nervt mich, dass ich das jetzt nicht mit rausgenommen habe. Nein. Aber egal. Wir werden schon hinkommen. Hinfinden nochmal. Gegner dürften da jetzt hier keine mehr sein. Krass. Krass, krass, krass. Okay. Ja, passt. Einmal hier hoch. Nochmal eine Popone in der Nutz. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie ich die Quest zum Beispiel lösen soll. Na? Wenn ich doch keine Ahnung habe, keinen Anhaltspunkt habe, was ich da wie... Ne? Versteht ihr? Aber gut. Gut, gut. So, jetzt müssen wir auch bald da sein, hoffe ich. Ich hoffe, dass der Weg nicht allzu... Ja, wir sind schon da. Perfekt. War der Weg doch nicht allzu lang. Gut, das ist die falsche Richtung. Ja, ich rede schon wieder nichts. Wie ich es immer selber merke, so klug bin ich. So. Jawohl. Hätte ich das doch gleich gemacht. Jetzt haben wir auch den dämlichen Turm entdeckt. Der war nämlich nicht auf der Karte verzeichnet. Das ist das Problem. So, jetzt können wir aber auch da nochmal schnell hinreisen. Und dem den Würfel geben, damit der auch glücklich ist. Und mal gucken, was uns... was der noch... zu sagen hat. Oder ob der auf uns losgeht oder was auch immer. Hier, Septimus. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Ja, ja. Ich habe das Lexikon. Her damit schnell. Außergewöhnlich. Jetzt verstehe ich es. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Okay. Mit weniger Blut kann die Haken lösen. Doch es lebt niemand mehr, indem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faksimile zu bilden. Ein Trick? Etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie. Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Fallmeer und Orsimeer, die Elfen, die noch leben, sind der Schlüssel. Okay, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Trag diesen Extraktor von dannen. Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Komm zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Okay. Das ist eine Menge Blut, das ich sammeln muss. Wie so Ork-Blut. Ja, scheiße. Ah, die Schatulle enthält das Herz. Die Essenz eines Gottes. Okay. Ich habe mein ganzes Leben den Schriftrollen der Alten gewidmet.
Doch ihr Wissen ist nur eine flüchtige Wahrnehmung im Vergleich zum allumfassenden Geist der Göttlichkeit. Die Dremer waren die Letzten, die sie berührt haben. Es hieß, sie sei von Nerevarinen zerstört worden. Doch mein Herr belehrte mich eines Besseren. Wer ist euer Herr? Der dädrische Prinz des Unbekannten, Hermeus Mora. Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse mehr zu entdecken, bis ich zum ersten Mal mit ihm sprach. Er fordert einen Preis. Man muss seinen Willen ausführen. Ein paar Morde, ein bisschen Aufwiegelei, eine solche oder auch zwei für die Geheimnisse, die ich verkraften kann. Und dann brachte er mich hierher, zu dieser Schatulle. Doch er will nicht verraten, wie sie sich öffnen lässt, zum Verrücktwerden. Okay, du bist echt krank. Dafür klaue ich dir jetzt deine Bücher. Okay. Du hast gewonnen. Dann halt nicht. Nee, wir lassen das. Okay, was ist das denn? Kommt näher, wärmt euch in meiner Gegenwart. Wer seid ihr? Ich bin Hermeus Mora, der Wächter des Ungesehenen, der Kenner des Unbekannten. Ich habe euch beobachtet, Sterblicher. Okay. Äußerst beeindruckend. Was wollt ihr von mir? Eure andauernde Unterstützung von Septimus macht ihn zusehends überflüssig. Er hat mir gute Dienste geleistet, doch seine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn diese verfluchte Schatulle erst geöffnet ist, hat er seinen Nutzen mir gegenüber verwirkt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter einnehmen. Ich glaube nicht. Was sagt ihr? Ich werde mich euch niemals anschließen, abscheulicher Dämon. Seid gewarnt. Viele dachten wie ihr, und ich habe sie alle gebrochen. Ihr werdet euch mir nicht ewig entziehen. Abwarten, wenn du das jetzt mitgehört hättest. Naja, egal. Ich arbeite doch nicht für einen Dämon, Mann. Das ist für eine Kacke. So. Lasst mal gucken. Krieg ich das angezeigt? Nee, ne? Na, okay, dann lassen wir das erstmal. Da müssen wir... Haben wir auch noch nicht entdeckt. Aber wir können zu den Waldheimer Türmen. Und dann die Bücher holen. Wenn es hinhaut. Vielleicht sind die auch schon wieder zu stark. Wollen wir nicht übermütig sein heute? Oder was heißt heute? Hä? Wo muss ich denn hin? Doch, ich muss hier hoch. Da lang. Genau, das sind die Waldheimer Türme. Oder wie ich sie genannt habe, Zwillingstürme. Da dackelt auch schon wieder jemand drauf rum. Aber egal. Frage ist, kommen wir hier hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, tun wir nicht. Dann müssen wir doch bestimmt durch die Türme durch. Hundertprozentig. Moment. Strömung. Ich werde schon wieder beschossen.
Au. Ja, hier liegt sogar noch die Banditenbraut. Ist der Turm wieder neu besetzt worden, oder was? Ja, ich glaube nicht. Das ist euer Ende. Na komm. Zack und nochmal. Der Tod ist stark überbewertet. Ja, ist er. Hä, wo ist denn jetzt? Naja, gut. Plus 19? Das glaube ich ja weniger. Was hab ich denn? Wo hab ich denn jetzt? Der 27. Eben. Nix bringt der. So. Wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Aber ich glaube, wir müssen sogar hier lang. Wäre zumindest plausibel. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Ja, wo bist du? Hallo? Hä? Wieso sehe ich dich denn nicht? Nee, du mich ja, ich dich nicht. Wo bist du? Ihr seid tot. Gott, da unten. Oh je, der sieht mächtig aus. Das ist ja auch der Banditenanführer, ne? Ich bringe euch unter die Erde. Kommt aber auch nicht gegen mich an. Zack, komm schon. Wir sind verloren. Rückzug. Zack. Ey, nicht wegspülen die Leiche. Nein, 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 nein. Wichtig ist nur zu wissen. 51. Gut, du kannst weg. Und jetzt wäre noch sehr gut zu wissen, wo ich bin und wo ich hin muss. Ich bin da. Und da müssen wir hin. Die Frage ist, von welcher Seite? Ich glaube, von hier werden wir schon mal nicht hinkommen. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal mit außen rum. Ah, die hatte ich auch noch nicht. Moment mal, aber das ist doch ein Ork. Hier
Ja, aber... Mit welchem Gerät... Ah, hier. Kann ich nicht ausrüsten. Bist du ein Ork? Nee, ne? Ach, egal. Ich weiß eh nicht, wie das funktioniert. Vielleicht hätte ich doch erstmal dem Dämon sagen sollen, ich bin auf seiner Seite. Wir müssen irgendwie gegen die... nee, müssen wir nicht. Okay. Gegen die Strömung ankommen, wollte ich sagen. Aber nein, das geht auch so. Wir müssen da auch irgendwie hochkommen. Das ist immer bei den Spielen. Es gibt immer das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich wo hochkomme und dann immer irgendwo rumkrebs. So. Aber wir können doch da bestimmt hoch. Also bei mir endet es immer dann, dass ich versuche, den Berg hochzukommen, hier in der Ecke stehe und dann versuche zu springen, was hier allerdings nicht geht irgendwie. Ich weiß nicht warum.